Kolleginnen und Kollegen, dann steigen wir in die Tagesordnung ein. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 55, Antrag der SPD betreffend Hessen steht im Stau und in überfüllten S-Bahnen, Drucksache 19/5405 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 75, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesregierung stärkt Hessen als Verkehrsdrehscheibe, Drucksache 19/5242 aus 19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Als Erstes hat das Wort Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen steht im Stau und in überfüllten S-Bahnen. So einfach, aber eindeutig lautet die Überschrift unseres Antrags zu unserem Setzpunkt. Und tatsächlich, Hessen steht im Stau. 61.710 Staumeldungen, 119.280 km Stau. Das ist die Bilanz des Landes Hessens im ADAC-Staureport für das Jahr 2016. Nur in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen gab es mehr Staumeldungen und Staukilometer als bei uns. Dreimal um die Erde. Auf diese Länge haben sich die Staus auf den Autobahnen in Hessen im vergangenen Jahr summiert. Die Geduld der Bürgerinnen und Bürger wird jeden Tag von der schwarz-grünen Verkehrspolitik auf eine wahrlich harte Probe gestellt. Pendlerinnen und Pendler müssen bei ihrem Weg zur Arbeit fast täglich mit Beeinträchtigungen durch Staus auf den Straßen rechnen. Diese Stausituation ist, also ich weiß nicht, Frau Ministerin, was an 61.710 Staumeldungen im Jahr 2016 absurd ist. Aber das werden Sie uns vielleicht gleich erklären. Aber ich bin ja gespannt, was da gleich zu gesagt wird. Die Pendlerinnen und Pendler müssen bei ihrem Weg zur Arbeit fast täglich mit Beeinträchtigungen durch Staus auf den Straßen rechnen. Diese Stausituation in Hessen schadet den Menschen, der Wirtschaft und der Umwelt. Die aktuellen Staumeldungen will ich Ihnen heute ersparen. Das hatten wir im Rahmen der Regierungserklärung. Außerdem würden Sie mir heute Morgen zu viel Zeit wegnehmen. Herr Minister, die Gesamtbilanz ist eindrucksvoll genug. Letztes Jahr standen die Menschen in Hessens Autobahnen insgesamt 31.600 Stunden im Stau. 31.600. 31.600 Stunden, in denen sich die Menschen nicht ihrer Arbeit nachgehen konnten. 31.600 Stunden, in denen sich die Menschen nicht mit ihren Kindern beschäftigen konnten. 31.600 Stunden, in denen sich die Menschen nicht um ihren Haushalt kümmern konnten, und 31.600 Stunden, in denen sie sich nicht ehrenamtlich engagieren konnten. 31.600 Stunden. Staufreies Hessen ist in Wirklichkeit die größte staatlich verantwortete Lebenszeitvernichtung der Republik. Die O's und W's aus der Regierungsfraktion Union überraschen mich in der Tat nicht. Das gravierende Stauaufkommen wird von der Landesregierung mit der großen Anzahl von Baustellen begründet, um dem seit Jahren bestehenden Sanierungsstau zu begegnen. Diese Antwort kann für die Pendlerinnen und Pendler zumindest keine zufriedenstellende sein, denn diese müssten die verfehlte Infrastrukturpolitik der letzten CDU-geführten Landesregierungen ausbaden. Die CDU hat sich immer als Infrastrukturpartei verstanden. In Wahrheit hat sie Hessens Straßen unter ihrer Regierungsverantwortung verkommen lassen. Ich erinnere mich doch gut, Herr Boddenberg. Ich erinnere mich noch gut, Herr Boddenberg, als ein gewisser Roland Koch, der Ihnen ja bekannt ist, im Jahre des Herrn 1998 öffentlich erklärt hat, dass am Tag nach seinem Regierungsantritt die Bagger an der A49 rollen würden. Kollege Rudolph war dabei. Sie wissen,
dass das Einzige, wo die Bagger unter Roland Koch in dieser Zeit anschließend rollten, die Matchbox-Varianten auf seinem Dienstschreibtisch waren, aber nicht an der A49. Wir haben hier im Hessischen Landtag schon oft über den Sanierungsstau und den Investitionsstau in der Verkehrsinfrastruktur diskutiert. Die Hälfte aller Straßen und Brücken im Land sind in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Das sind die Daten von Ihnen selbst. Und der Zustand wird nicht besser, wenn die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen weiterhin weniger Geld zur Verfügung stellen, als alleine für den Erhalt des Status quo notwendig ist. Die Unterfinanzierung zeigt Wirkung. Sie fordern ständig Sanierung vor Neubau. Eine Zielsetzung, die jedenfalls im Rhein-Main-Gebiet aufgrund des Bevölkerungswachstums nicht zu halten ist. Aber die Wahrheit ist doch auch, dass Sie an vielen Stellen weder das eine noch das andere tun. Die SPD-Landtagsfraktion hat hier mehrfach und immer wieder beantragt, die Mittel in den Beratungen für den Haushalt zu erhöhen, um die Unterfinanzierung im Landesstraßenbau zu reduzieren. Das werden wir auch in diesem Jahr tun. Bauprojekte sind notwendig, und die Verzögerungen der letzten Jahre haben natürlich ganz besonders etwas mit dem jahrelangen Personalabbau, verantwortet ebenfalls von der CDU-geführten Landesregierung, einen ganz wesentlichen Teil ihrer Ursache. Die Landesregierung versäumt es weiterhin, diesen Personalabbau zu stoppen. Hatte Hessen Mobil Anfang der 1990er Jahre noch 5.000 Stellen, sind es aktuell 3.374 Beschäftigte auf 3.176 Vollzeitstellen und damit sage und schreibe ein Abbau von fast 40%. Das ist der Grund, warum auch in den letzten Jahren die erhöhten Bundesmittel durch das Land Hessen nicht hinreichend abgefordert werden konnten, weil es am Ende so ist, dass nicht Haushaltsziffern Straßen und Brücken bauen, sondern Ingenieure und Straßenbauarbeiterinnen und Straßenbauarbeiter. Deswegen erwarten wir eine Kurskorrektur beim Personalaufbau. Auch dazu werden wir im Haushalt einige Anträge stellen mit Blick auf Ingenieure und Techniker, um am Ende den Personalnotstand auch bei Hessen Mobil zu verändern. Die Antwort des grünen Verkehrsministers, und die ist im Grundsatz ja auch nicht falsch, darauf auszuweichen auf den ÖPNV, insbesondere den schienengebundenen Personennahverkehr, ist jenseits der grundsätzlichen Richtigkeit aber gleichzeitig mit Problemen verbunden. Weil wir längst wissen, dass die Kapazitätsengpässe auf den Strecken, insbesondere im Ballungsraum, inzwischen in einer Situation sind, die nicht nur zu Verspätungen und Ausfällen führen, sondern schlicht und einfach das derzeitige Infrastruktursystem nicht mehr in der Lage ist, die Kapazitäten vorzuhalten, um diese Mengen an Menschen von A nach B zu bringen. Die Projekte Landesticket und Schülerticket in diesem Kontext werden das Problem, wenn es denn alle annehmen, im Übrigen weiter verschärfen. Die meisten der Akteure erklären Ihnen hinter vorgehaltener Hand, dass alle hoffen, dass das nicht alle wahrnehmen, weil sie nicht wissen, wie das kapazitätstechnisch auf den Strecken, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, aber nicht nur dort, noch überhaupt abgewickelt werden kann, unabhängig davon, dass wir in anderen Regionen des Landes überhaupt kein hinreichendes Angebot haben. Deswegen erwarten wir auch von Ihnen klare Stellungnahmen darüber, was Sie eigentlich an Ausbauplänen in den nächsten Jahren haben, jenseits davon, dass Sie das ein oder andere Projekt aus dem Bundesverkehrswegeplan medienwirksam immer und immer wieder neu inszenieren. Ich will ausdrücklich an dieser Stelle einen Punkt annehmen, den die FDP in den vergangenen Jahren immer wieder stark gemacht hat, und ich finde zu Recht. Ja, die Planungszeiten sind zu lang. Auch die Bauzeiten sind zu lang. Dieses findet allerdings sowohl seine Begründung darin, dass der Personalabbau der letzten Jahre massive Wirkung auf die Umsetzungsfähigkeit von Projekten hat, auf der anderen Seite aber auch die Verfahrensfragen. Wir glauben, dass wir Planungsbeschleunigung brauchen, dass das Mittel zum Zweck dazu aber vor allem die frühere Beteiligung der Betroffenen, der Bürgerinnen und Bürger bedeutet, weil mehr Transparenz am Anfang ausdrücklich am Ende Klagerisiken und Konflikte am Ende vermeidet und zur Planungsbeschleunigung beiträgt.
Roland Koch wollte bis zum Jahr 2015 Hessen staufrei machen. Jetzt haben wir das Jahr 2017, und auf vielen unserer Straßen lautet das Motto immer noch stehen, damit es weitergeht. Aus dem Programm Staufreies Hessen 2015 ist mit etwas grüner Rhetorik das Programm Mobiles Hessen 2020 geworden. Gebracht hat es noch nicht so sehr viel. Ich will dabei ausdrücklich anerkennen, dass der Verkehrsminister in seiner dreieinhalbjährigen Amtszeit in dieser Regierung es sicherlich nicht einfach hatte, angesichts der Belastungen, die er aus den Vorgängerregierungen, insbesondere auch aus ihren Reihen, hatte, dass aber am Ende auch in dieser Konstellation man irgendwann zu wirklichen Entscheidungen kommen muss. Wir sind jedenfalls der Auffassung, dass die Zeit des Aussitzens vorbei ist. Und ich komme dann auch zum Ende, weil ich sehe, dass die Redezeit abgelaufen ist. Weil aus unserer Sicht es zwingend notwendig ist, dass endlich ein Konzept erkennbar wird, in dem alle Verkehrsträger verzahnt werden, in dem es eine nahtlose Mobilitätskette gibt, in der die Veränderungen im individuellen Mobilitätsverhalten endlich Rechnung getragen wird und das am Ende ein Mobilitätsversprechen für Hessen abgibt, in dem alle Menschen ein Recht auf Mobilität haben, und zwar sicher, überall verfügbar, nachhaltig und bezahlbar. Und diese Aufgabe wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Und ich bin sehr gespannt, was diese Landesregierung zu diesem Thema heute beizutragen hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich darf auf der Tribüne Dekan Albrecht begrüßen, der heute Morgen die Morgenandacht im Hessischen Landtag gehalten hat. Herzlich willkommen. Und wenn ich schon bei Begrüßungen bin, begrüße ich auch unseren ehemaligen Kollegen Stephan. Kolleginnen und Kollegen, als Nächstes hat das Wort Kollegin Müller, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! So einfach, wie die Überschrift Ihres Antrags war, das haben Sie ja eben selbst gesagt, so einfach waren auch Ihre Botschaften, Herr Schäfer-Gümbel. Sie leben noch im Gestern, aber formulieren überhaupt keine Ideen für die Mobilität der Zukunft. Sie reden von Stau, reden von Straßen, von Beton, aber nichts von intelligenter Mobilitätspolitik des 21. Jahrhunderts. Wenn Sie ausnahmsweise einmal zuhören, dann können Sie vielleicht auch etwas wahrnehmen. Ich muss schon sagen, ich wundere mich, ja, weil die SPD hat ja einen Studienauftrag gegeben bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die SOE hat es gemacht, eine wirklich gute Studie. Die haben Sie in drei Konferenzen vorgetragen. Aber was da drin steht, sind Handlungsempfehlungen für die Kommunen und für den Bund hauptsächlich. Und wer da die Verantwortung hat und was tun könnte, wissen Sie genau. Und dieses Mantra ständig, dieses Mantra, dass immer alle anderen zuständig sind, nur nicht Sie selber, das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Hessen gewährleistet Mobilität für alle. Der Verkehrsminister hat eine Regierungserklärung direkt nach den Sommerferien erhalten. Das war ihm nicht recht. Ich weiß es, weil Sie hätten lieber über Schule diskutiert. Vielleicht haben Sie deswegen auch nicht zugehört. Ich sage Ihnen deswegen noch einmal den Titel. Schnell und klimafreundlich am Ziel. Hessen wird Vorreiter klimafreundlicher Mobilität. Das ist unser Plan. Im Gegensatz zu Ihnen haben wir einen. Und den setzen wir um. Im Gegenteil, Sie haben sich ja noch darüber lustig gemacht mit Ihren neuen Freunden der FDP, dass diese Landesregierung nur zu Fuß gehen will und Fahrrad fahren und damit diese Probleme des Landes nicht gelöst werden. Also Ihre Antwort: mehr Geld für Straßenbau, mehr Personal, kürzere Planungszeiten und mehr Bürgerbeteiligung. Damit machen Sie sich etwas zu einfach.
Also, Herr Merz, mit dem Zug nach Jamaika, Sie stellen sich hin, sofort einen Tag nach der Wahl und sagen, die Große Koalition ist abgewählt, und Sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Überlegen Sie doch einmal, ob es vielleicht an der Politik der SPD gelegen hat und nicht nur an der Großen Koalition. Also, ja, es gibt einen Sanierungsstau, und ja, es fehlen Ingenieure für die Planung. Ja, und die Planung, besonders für die Infrastruktur, dauert zu lange. Aber ich habe es Ihnen eben schon einmal gesagt, Sie müssten sich auch einmal die Frage stellen, wer das Planungsrecht ändern kann. So trivial ist es nämlich nicht. Wenn wir Naturschutz und Umweltschutz berücksichtigen wollen, was wir wollen, dann muss man sehr sensibel an die Änderung des Planungsrechts rangehen. Das erfolgt auf Bundesebene. Dazu hatten Sie die Gelegenheit, und vielleicht haben Sie sie ja irgendwann einmal wieder. Besser nicht. Wir wollen einen schnelleren Ausbau der Schieneninfrastruktur. Und dass sich in diesem Bereich seit Beginn der schwarz-grünen Landesregierung etwas getan hat, hätten auch Sie zur Kenntnis nehmen können, wenn man dann will. Die großen Schieneninfrastrukturprojekte Hanau-Würzburg-Fulda, Frankfurt-Mannheim nehmen endlich Fahrt aus. Es gibt einen breit angelegten Bürgerdialog für Fulda-Würzburg-Hanau schon seit mehreren Jahren, wo das Verfahren transparent dargestellt wird. Also, ja. Also, es gibt einen breit angelegten Bürgerdialog, den hätten Sie zur Kenntnis nehmen können. Erst gestern wurde eine Werbekampagne für die ganzen Projekte im Rhein-Main-Gebiet vorgestellt. Auch da unterstützt diese Landesregierung. Die nordmainische S-Bahn geht voran. Die Regionaltangente West nach jahrelangem Stillstand geht voran. Gateway Gardens wird gebaut. Wer einmal ins Holm geht, sieht die Baustelle. Auch Frankfurt-Westbad Vilbel geht jetzt ans Gleis sozusagen. Und ich denke, das sind gute Nachrichten, die Sie auch einmal zur Kenntnis nehmen könnten. In den nächsten Jahren werden 12 Milliarden € in die Schieneninfrastruktur in Hessen gesteckt, davon 1 Milliarde € aus Landesgeld. Also von Stillstand keine Spur. Alle Ihre Behauptungen sind hilflose Versuche, überhaupt noch einmal hier vorzukommen. Auch beim Straßenbau setzen wir kontinuierlich auf Sanierung vor dem Neubau. Immerhin, das haben Sie bemerkt. Wir investieren so viel in den Straßenbau wie nie. 2018 rund 110 Millionen € und 2019 sind es 120 Millionen €. Klar kann man sagen, wie Sie es in allen Politikbereichen sagen, das ist zu wenig, es muss mehr sein, aber das Geld kann auch nicht gedruckt werden. Ja. Ich kann mich erinnern, dass auch Sie für die Schuldenbremse waren. Auch die fehlenden Ingenieure sind nicht nur ein hessisches Thema. Aber auch hier handelt die Landesregierung. Die Stellen werden aktuell aufgebaut. Und sogar in Griechenland sucht der Verkehrsminister die Ingenieure. Den ÖPNV haben wir gestärkt mit der Finanzierungsvereinbarung bis 2021. Die Verkehrsverbünde erhalten 4 Milliarden €. Auf Druck der Landesregierung wurden die Regionalisierungsmittel im Bund erhöht. Auch da haben wir schon mehrmals hier erörtert, haben wir Ihren Druck vermisst. Das Land nimmt erstmals wieder Landesmittel in die Hand und auch Mittel aus dem KFA stehen zur Verfügung. Das könnte man einmal zur Kenntnis nehmen. Und das Ergebnis dieser Maßnahmen können Sie beim Fahrplanwechsel 17/18 auch selbst zur Kenntnis nehmen. Die nordhessischen Abgeordneten zum Beispiel können jetzt donnerstags abends länger im Plenum bleiben, weil sie auch nach 10 Uhr noch nach Hause kommen. Und auch das Schülerticket und die Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete, die Sie hier kleinreden wollen, sind ein Erfolgsprojekt, die dazu beitragen werden, dass mehr Menschen Bus und Bahn benutzen und vom Individualverkehr umsteigen werden. Und damit werden die Straßen auch entlastet. Und natürlich werden die Angebote sukzessiv angepasst. Aber wie man bereits jetzt zur Kenntnis nehmen kann, wird das Schülerticket gerade im ländlichen Raum stark nachgefragt. Und da kann man nicht von Überlastung des ÖPNV-Systems reden. Gerade in Waldeck-Frankenberg sind überproportional viele Karten im Freiverkauf verkauft worden, weil es da erstens kein entsprechendes Angebot gab und zweitens dort die gute Kurhessenbahn fährt, die sehr gut angenommen wird und jetzt mit dem Schülerticket noch besser ausgelastet wird. Also ich frage Sie, was wollen Sie?
Und das Thema Radverkehr machen Sie ja immer nur lächerlich. Haben Sie auch immer gesagt, das ist für Sie kein Thema. Das sehen Sie ja nicht als Landesaufgabe. Na ja, wir hatten hier mal einen schönen Antrag, den Sie nicht unterstützen wollten. Gut. Durch die Verbesserung beim Radwegeausbau an Landesstraßen und auch bei der aktiven Unterstützung von schnellen Radwegeverbindungen engagiert sich diese Landesregierung, um auch Wege auf den Radverkehr zu verlagern. Für den Radwegebau an Landesstraßen stehen im aktuellen Entwurf 2018 1 Million und in 2019 2 Millionen mehr zur Verfügung. Auch in den Kommunen, wo Sie ja oft Verantwortung tragen, im Landkreis Kassel zum Beispiel, da in Ihrer Studie nachzulesen, ist da gar nichts passiert, was Busse, Bahnen, Radverkehr anbetrifft. Aber das geht ja jetzt stückweise auch voran. Die AG Nahmobilität unterstützt die Kommunen. Wir haben die Bagatellgrenze sogar auf 20.000 € runtergesetzt, damit die Kommunen noch einfacher und leichter in den Radverkehr investieren können. All das sind Erfolgsgeschichten, die Sie aber nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Wir haben die sogenannten Entflechtungsmittel verstetigt. Im aktuellen Landeshaushalt stehen bereits 100 Millionen € drin, die Hälfte davon für den ÖPNV und die Hälfte für den kommunalen Straßenbau. Auch das wird uns in diesem Bereich weiterbringen. Und ebenfalls das Thema Elektromobilität könnten Sie zur Kenntnis nehmen. Da unterstützt das Land Hessen bei der Busbeschaffung so viel wie Baden-Württemberg. Als zweites Bundesland stellen wir da große Summen zur Verfügung, aber auch für die Kommunen, um das Thema Elektromobilität voranzubringen. Das alles könnten Sie zur Kenntnis nehmen, wenn Sie es denn nur wollten. Aber Sie wollen nicht. Dann würde Ihnen ja ein Thema fehlen, was aber sowieso niemand interessiert. Das wird unser Land nicht voranbringen. Wir wollen gestalten und unser Land voranbringen mit einer modernen Mobilitätspolitik, die alle Verkehrsträger in den Blick nimmt und den Menschen mehr Mobilität gewährleistet. Deswegen werden wir diesen Weg weitergehen und uns von Ihrem Gemeckere nicht aufhalten lassen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie haben ein neues Konzept für die Verkehrspolitik in Hessen etabliert und für den Ausbau der Infrastruktur. Damit können Sie eben nicht mehr, wie Sie es ansonsten so gerne machen, auf Ihre Vorgänger, auf Ihre liberalen Vorgänger verweisen, dass die Schuld immer bei denen liegen mag. Sie haben ein neues Konzept eingeführt, das heißt Sanierung vor Neubau. Meine Damen und Herren, dieses Konzept endet am Ende im Stau. Ich will Ihnen das auch begründen. Wenn Sie bei der Sanierung nur möglichst viele Baustellen hintereinander und die Baustellendichte auf den Autobahnen so sehr verstärken, dass Sie der Meinung sind, Sie tun etwas Gutes, bleibt es am Ende tatsächlich im Stau stecken, weil die Menschen überhaupt der Verkehr nicht mehr durchgängig fließen kann. Ich will nicht behaupten, dass das Ihre Absicht war, aber ich gehe davon aus, dass Sie es billigend in Kauf genommen haben, weil Sie den Autoverkehr damit einfach unattraktiv machen. Welche Folgen das hat, volkswirtschaftlich gesehen, aus der Umweltbilanz heraus gesehen, meine Damen und Herren, das kann jeder jeden Tag erleben, der auf Hessens Autobahnen unterwegs ist. Herr Al-Wazir, Sanierung ja, aber Sie müssen gleichzeitig eben den Neubau vorantreiben, um die Entlastungsstrecken überhaupt möglich zu machen, um Verkehre anderweitig überhaupt abwickeln zu können. Was Sie gemacht haben, ist, die Hessen auf den Straßen stehen gelassen. Meine Damen und Herren, Herr Al-Wazir, die GRÜNEN haben einen weiteren neuen Aspekt eingebracht. Seelenheil mag jetzt der ÖPNV sein. Aber auch hier, und der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten hat Ihnen das eben gesagt, Schäfer Gümbel hat Ihnen das eben gesagt, wo das Problem ist. Auch hier hätten Sie zunächst erst einmal sich um die Kapazitäten kümmern müssen, ob das in den Fahrzeugen oder in der Infrastruktur liegt.
Meine Damen und Herren, der Zug hat nur eine bestimmte Länge, und er steht schon von vorne bis hinten am Bahngleis und ist rappelvoll. Es ist unattraktiv, so mit dem ÖPNV zu fahren. Und nicht nur, dass Sie mit dem Schülerticket das Problem verschärft haben, jetzt haben Sie einen kostenlosen Fahrschein auch noch allen Beamten gegeben, um Anreize zu schaffen, um umzusteigen. Meine Damen und Herren, Sie hätten zunächst Kapazitäten erhöhen müssen, um das Problem nicht weiter zu verschärfen. So wird das mit dem ÖPNV als Alternative auch nichts. Und, meine Damen und Herren, Sie haben gesagt, dann muss die Nahmobilität das retten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Erklären Sie einmal demjenigen, der in Thann wohnt und in Frankfurt arbeitet, dass er erst einmal mit dem Fahrrad aus der Rhön bis Frankfurt fährt, um dann in den Zug zu steigen und dann in Frankfurt seine Arbeit. Also, meine Damen und Herren, mit dem Fahrrad werden Sie diese Probleme nicht lösen. Und es führt zu dem nächsten Problem, weil in der Tat mittlerweile Ihr Konzept der Nahmobilität zu einem Konflikt zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern wird. Frau Müller, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Sie haben am Anfang Ihrer Rede gesagt, Ihre Lösung liegt eher in der Vernetztheit. Sie haben das nur einmal kurz gestreift. Ich habe ja gedacht, Sie würden dann noch ein bisschen mehr dazu sagen, was Digitalisierung im Verkehr denn bedeutet. Frau Müller, Vernetzung, ja, das könnte eine echte Chance sein. Die Digitalisierung, das autonome Fahren, intelligente Fahrzeuge könnten dazu führen, dass wir die Herausforderungen der Mobilität in den nächsten Jahren ein bisschen besser stemmen können. Aber ich verstehe dann nicht, dass das Instrument, das wir in Hessen haben, um dieses zukunftsweisende Feld auch wissenschaftlich zu begleiten, das Holm, dass man aus dieser wirklich innovativen Idee von Roland Koch diese Landesregierung nichts anderes gemacht hat als einen Hauseigentümer, der jetzt nichts anderes zu tun hat, als seine Räume zu vermieten, meine Damen und Herren. Die Idee vom Holm haben Sie verraten, Frau Müller. Sie haben die Idee verraten, und die, die Ihnen dabei helfen könnten, um die Idee der Digitalisierung umzusetzen, werden Sie damit nicht gerecht. Meine Damen und Herren, 120.000 Kilometer Stau in Hessen, das sagt der ADAC. Meine Damen und Herren, das ist eine Verdoppelung der Stauzeiten in den letzten Jahren. Ich habe vor einigen Wochen die konkrete Staustrecke von der Landesregierung abgefragt. Und da heißt es dann, zu den stärksten belasteten Strecken gehört die A3. Meine Damen und Herren, der achtstreifige Ausbau dieses Abschnittes ist nun im Bundesverkehrswegeplan drin, aber auch nur, weil regionale Bundestagsabgeordnete die Hochstufung in den vordringlichen Bedarf durchgesetzt haben, weil Bürgermeister, Industrie- und Handelskammer sich dafür eingesetzt haben, meine Damen und Herren. Aber was macht der Verkehrsminister in Hessen? Er sagt, er beplant nicht, wie 45% aller Landstraßen, die in einem sehr schlechten Zustand sind, meine Damen und Herren. Es wird hier darauf hingewiesen, dass die Planungskapazitäten nicht da wären. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, dass die Landstraßen in einem schlechten Zustand sind, ist jetzt auch kein so wirklich neues Phänomen. Aber, meine Damen und Herren, dass diese Landesregierung von der CDU geführt noch nicht einmal mehr so viel Haushaltsmittel einstellt, weil Sie ja ebenso eine Erfolgsbilanz verkündet haben, Frau Müller, noch nicht einmal mehr so viel Landesmittel in den Haushalt einstellt, dass wir zumindest den Abschreibebedarf dann darstellen können. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung geht beim Landesstraßenbau. Sie fährt auf Verschleiß. Ich kann das verstehen, dass die GRÜNEN, sie wollten noch nie Straßen bauen, aber dass die CDU da wirklich tatenlos daneben steht, meine Damen und Herren, das kann ich wirklich nicht begreifen. Wir haben jetzt von Frau Müller hier etwas gehört, was in Ansätzen so etwas wie eine Bilanz darstellen soll, meine Damen und Herren. Ich habe mir ein bisschen gefragt, was denn jetzt daran ein Plan sein soll. Die CDU hat ja jetzt einen Hessenplan. Also ich würde mal sagen, aus einer Domäne haben sie nichts. Also das ist mir dann zumal ausgefallen. Ich finde das übrigens sehr, sehr kleines Karo.
Ich finde, das ist ein sehr kleines Chaos, was Sie da gemacht haben. Schon ein bisschen peinlich. Meine Damen und Herren, wir werden Ihnen da entgegenstellen eine Hessen-Agenda. Wir wollen die Digitalisierung im Verkehrsbereich massiv vorantreiben, um Mobilität schneller, sicherer und effizienter zu machen. Wir wollen Modellprojekte für autonomes, vernetzte Fahrzeuge in Hessen. Wir wollen einen Prototyp der intelligenten Straßen, die mit Fahrzeugen und Verkehrsteilnehmern kommuniziert, um heute zu wissen, wie wir die Straßen für morgen bauen müssen. Wir wollen die Digitalisierung der Verkehrsverbünde vorantreiben, damit der Pendler jederzeit weiß, mit welchem Verkehrsträger er am besten vorankommt. Meine Damen und Herren, das wäre eine Agenda. Sie haben einen Plan mit nichts drin. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, die Bestandsaufnahme der SPD stimmt. Straßen, Brücken und Bahnhöfe zerfallen mangels ausreichender Investitionen in Hessen. Die Straßen, gerade im Ballungsraum Rhein-Main, sind überlastet von Pendlern und Lkw. Und die Bahnlinien sind vielerorts an der Belastungsgrenze oder schon darüber hinaus. Das ist die Bestandsaufnahme, die wir hier haben. Und diese Probleme bedingen sich zum Teil gegenseitig. Sie haben aber auch eigene Probleme. Und natürlich muss hier dringend gehandelt werden. Wir brauchen mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Man kann die Probleme von vollen Straßen aber nicht lösen durch neue Straßen. Und der Ansatz, immer mehr, immer breitere Straßen zu bauen, führt nachweislich zu mehr Verkehr, bis irgendwann jeder Acker asphaltiert ist und wir immer noch im Stau stehen. Mehr Straßen verursachen mehr Verkehr. Diese Binsenweisheit kann man nicht oft genug wiederholen. Wer immer mehr Umgehungen, Abkürzungen und Rennstrecken baut, während die Schieneninfrastruktur weitgehend stagniert, der macht natürlich auch die Pkw-Nutzung attraktiver und auch den Lkw-Verkehr. Und wohin dieser Teufelskreis aus mehr Straßen und mehr Autos führt, das sehen wir immer öfter. Und die Autobahnen rund um Frankfurt sollen ja laut Bundesverkehrswegeplan weiter ausgebaut werden, sechsspurig, achtspurig, zehnspurig. Das kann man natürlich so weitermachen, bis wir nur noch Beton und Lärm in Stadt und Land haben. Aber ich finde, diese Wachstumslogik im Vergleich des Verkehrs ist keine zukunftsfähige Politik. Es löst keine Probleme, keine Verkehrsprobleme und erst recht keine Umweltprobleme. Und es ist ja heute mehrfach angesprochen worden, dass als der früheren CDU-FDP-Lieblingsprojekte das staufreie Hessen, das hat ja genau auf diese sehr kurzsichtigen Lösungsansätze gesetzt, nämlich die Freigabe von Standstreifen zum Beispiel. Das hat kurzfristige Linderung verschafft, aber auch auf Kosten der Sicherheit. Dieses hessische Prinzip, lieber drei superschmale Fahrspuren durch eine Baustelle zu führen, statt eine Spur zu sperren, auch das auf Kosten zum Beispiel einer funktionierenden Rettungsgasse. Und deswegen jede Flickschusterei, jedes vorübergehende Druckablassen durch eine neue Straße, durch ein verbreitertes Autobahnkreuz verschafft etwas Zeit, aber es löst nicht die Probleme, die wir haben. Und deswegen müssen wir darüber reden, dass wir eine Verkehrswende brauchen und einen grundsätzlichen Umstieg auf nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität. Natürlich, da sind wir einig mit der SPD, muss der Investitionsstau beim Erhalt der Landesstraßen und insbesondere im Bereich der Brücken dringend abgebaut werden. Und ja, dafür brauchen wir eine starke Landesbehörde Hessen Mobil. Und auch hier hat die SPD recht, wenn sie den Personalabbau mit dem Zustand der Straßen im Land in Verbindung bringt. Wir brauchen bei Hessen Mobil gute Arbeit statt Stellenabbau, und wir brauchen sichere Arbeitsplätze statt Verunsicherung durch die jetzt entstandene Situation, meine Damen und Herren. Und wir müssen uns den Gründen widmen, warum die Straßen der Belastung nicht mehr standhalten. Der Personenverkehr explodiert, weil immer mehr Menschen einen weiten Weg zur Arbeit haben. Und das ist eine Folge der veränderten Lebensverhältnisse. Es ist auch eine Folge
z.B. von explodierenden Mieten in den Städten. Deswegen finde ich, man kann Verkehrspolitik und die Frage der Verkehrswende nicht isoliert betrachten, sondern wir müssen es diskutieren, auch bei der Frage Städteentwicklung, Regionalförderung und eben auch der Frage von Wohnungspolitik. Wir haben gerade die Situation, dass die Autos mehr werden, die Autos größer werden, schwerer, motorisierter. Das bedeutet nicht nur, dass sie immer mehr Sprit verbrauchen und immer mehr die Umwelt belasten. Das bedeutet natürlich, dass sie auch mehr Platz in den Städten wegnehmen. Das bedeutet aber auch, dass sie immer mehr die Straßen belasten. Und noch mehr hat sich der Lkw-Verkehr erhöht. In den letzten 20 Jahren wurde der Transportaufwand um mehr als 50% gesteigert. Angesichts der rollenden Lagerhäuser auf den Autobahnen und dem zunehmenden Transport von Waren und Rohstoffen kreuz und quer durch Europa muss auch hier dringend gegengesteuert werden, und zwar aus Umwelt- und Klimaschutzgründen zur Reduzierung von Staus und natürlich vor allem aus Gründen der Gesundheit und der Lebensqualität der Menschen. Diesen stetig steigenden Belastungen aber immer weiter hinterherzubauen und damit mehr Verkehr zu schaffen, zeugt von einer verfehlten Wachstumslogik in diesem Bereich. Wir müssen noch einmal darüber reden, wie wir erzwungenen Verkehr vermeiden können, reduzieren können. Wir brauchen Strategien zur Verkehrsvermeidung. Möglichkeiten zur fußläufigen Versorgung müssen gefördert werden. Bezahlbare Wohnungen in den Städten, damit die Pendelei begrenzt wird. Wir brauchen erschwinglichere Mieten. Wir brauchen regionale Wirtschaftskreisläufe, die gestärkt werden müssen, auch bei öffentlichen Ausschreibungen. Gewerbeansiedlungen müssen klüger gesteuert werden, weg von der grünen Wiese, wo man immer mehr Verkehr wieder produziert, hin dahin, wo die Menschen sind. Und natürlich finde ich auch, das ist ein wichtiger Punkt, dass das Land auch den Radverkehr stärken muss und natürlich allem voran den ÖPNV. Dazu komme ich auch gleich. Insbesondere der Lkw-Verkehr muss eingedämmt werden. Das rollende Lagerhaus und die Just-in-Time-Praxis darf nicht weiter gefördert werden. Dazu müsste der Bund endlich die Lkw-Maut auf ein Niveau anheben, das die tatsächlichen Kosten für Gesellschaft und Umwelt einpreist. Und auch die Dieselsubventionen in Höhe von 7 Milliarden € müssten endlich aufhören, meine Damen und Herren. Wir brauchen neue, menschenverträgliche Eisenbahngütertrassen. Wir brauchen flexible Umschlagplätze, und wir brauchen in dem Bereich gute Konzepte. Die Güter müssen auf die Schiene, und die Vertriebswege müssen wieder auf ein rationales Maß gebracht werden. Da gibt es den berühmten Joghurt, der 8.000 km zurücklegt, bis er überhaupt im Supermarkt ist. Die Frage ist, wie kann man es vermeiden, dass Waren völlig sinnlos quer durch die Gegend transportiert werden, sondern eben auch regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken, auch um Verkehr zu vermeiden. Und dann wird immer gerne gesagt, was wir uns alles nicht leisten können. Ich sage, das können wir uns nicht mehr leisten, aus Gründen des Klimaschutzes, aus Gründen der Gesundheit, aus Gründen der Umwelt können wir nicht zulassen, dass es immer mehr Verkehr in Form von Autos und Lkw gibt, weil die Belastungsgrenze an vielen Orten jetzt schon überschritten ist, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir zum zweiten Teil des SPD-Antrags, den überfüllten Bahnen. Und natürlich, hier müssen dringend neue Kapazitäten geschaffen werden, gerade auch, um Menschen und Güter von der Straße aufnehmen zu können. Gerade das rasant wachsende Rhein-Main-Gebiet bräuchte dringend eine ganz erhebliche Kapazitätserweiterung des ÖPNV. Das ist ein Zustand, der seit dem Ende der 80er Jahre weitgehend stagniert. Und Frau Müller, da hilft ja keine Werbekampagne, die hilft ja dem Pendler nichts, wenn er im Stau steht oder in der überfüllten S-Bahn steht. Mein Eindruck ist auch, dass das Ziel der vielen aufwendigen Werbekampagnen, die wir gerade erleben im Bereich des Wissenschaftsministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des Finanzministeriums, Finanzminister habe ich letztens auch im Kino gesehen, als ich da war, dass diese vielen aufwendigen Werbekampagnen auch gar nicht primär jetzt den Projekten dienen sollen, sondern vor allem eine Werbung ist für eine Landesregierung im Wahljahr. Und deswegen Selbstvermarktung und gute Werbeagenturen sind kein Ersatz für gute Politik und den endlich mal Handeln bei der Infrastruktur. Auf dem Land, meine Damen und Herren, müssen wir an vielen Orten überhaupt erst einmal wieder ein grundlegendes und verlässliches ÖPNV-Angebot schaffen, das in Attraktivität und Flexibilität wenigstens annähernd mit dem Pkw mithalten kann. Drei Schulbusse am Tag bedeuten das nicht.
Und wer den ÖPNV ausdünnt, der hängt den ländlichen Raum ab. Und er verschärft damit auch die Probleme in den Städten. Fahrgemeinschaften sind kein Ersatz für ein öffentliches Verkehrsangebot. Und darauf hat die Landesregierung leider überhaupt keine Antwort. Es gibt überhaupt keine vernünftigen Strategien, wie man den ländlichen Raum vernünftig an den ÖPNV wieder anbindet. Und auch beim Thema Barrierefreiheit gibt es noch viel zu tun. Und auch hier geht es langsam voran. Gerade da, wo seit Jahrzehnten ein Ausbau geplant ist, wie entlang der S6, ist die Lage oft verheerend. Und hier brauchen wir eine zügige Modernisierung der noch nicht barrierefreien Bahnhöfe. Und da brauchen wir ein sinnvolles Bahnsteighöhenkonzept. Umständliche Rampen an den Zügen, die können da nur eine Übergangslösung sein. Und das betrifft Bus und Bahn, das betrifft aber natürlich auch alle Lebensbereiche, insbesondere auch den Fußverkehr. Auch hier haben wir viele Probleme. Und auch finanziell ist die Alternative ÖPNV oft zu unattraktiv. Deutlich günstiger Busse und Bahnen, irgendwann bis hin zum umlagefinanzierten Nulltarif, würden Autoschlangen schrumpfen lassen. Und viel wichtiger, sie würde Mobilität für alle garantieren. Mobilität ist eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Und es kann nicht sein, dass Menschen sich diese hohen Preise nicht leisten können. Deswegen streiten wir auch für das Konzept eines Nulltarifs, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Die Verkehrswende ernst nehmen heißt, Abschied zu nehmen von der Wachstumslogik in diesem Bereich. Wenn Autobahnen immer breiter, mittlerweile Umgehungsstraßen um frühere Umgehungsstraßen gebaut werden und auch der Flughafen immer weiter ausgebaut wird, dann haben wir bald Beton, Stau und Lärm statt Mobilität in einer lebenswerten Region. Ja, wir brauchen integrierte, kluge Verkehrskonzepte. Wir brauchen Vernetzung. Wir brauchen aber auch etwas, was da ist, damit man das miteinander vernetzen kann. Und deshalb die Aufforderung an die Landesregierung, dass sie hier dringend aktiv werden muss und zukunftsfähige Konzepte vorlegen soll. Dieser Aufforderung können wir uns nur anschließen. Vielen Dank. Vielen Dank.